Bavarian Muskrats. Freut mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute könnt ihr mich wieder auf eine kleine Tour begleiten. Ich fahre heute zur Steinernen Rinne. Das ist eine kleine geologische Besonderheit der Natur. Werde ich dann später nochmal im Detail drauf eingehen. Und ja, ich werde mal was zum Essen kochen. Das werde ich als erstes machen, weil ich ziemlich einen Kohldampf habe. Da bewege ich mich heute eher so im südosteuropäischen Raum. Werde dann nachher auch im Detail sehen. Jetzt fahre ich erstmal los. Habe noch ein gutes Stück zum Fahren, bin ja schon ein Stück unterwegs. Ich habe noch versucht, frische Chilis zu bekommen, was nicht so einfach war, weil ich da in so kleinen Dörfern unterwegs war. Und die hatten da nicht wirklich so die Auswahl. Naja, jedenfalls, das Wetter passt heute auch. Ihr seht es, wir haben schon richtig schönen Sommer. Mais ist hochgewachsen. Und ja, wir schauen, ob ich ein paar von den Landschaften hier mit der Kamera einfangen kann, jetzt auf dem Weg zur Steinernen Rinne. Ja, jetzt habe ich mal ganz kurz schnell einen Stopp gemacht. Hier habe ich einen schönen Platz gefunden. Hier wachsen überall diese Kiefern. Die sind bei uns eher selten verbreitet. Die sehen schon fast wie so Pinien aus. Die wachsen eher in einem sandigen Boden, der bei uns eigentlich normalerweise nicht verbreitet ist. Ja Leute, jetzt muss ich mal kurz aufklären, und zwar folgendes. Ich bin jetzt, vielleicht habt ihr es an den Hand der Videoaufnahmen jetzt schon gemerkt, ich habe mich komplett verfahren. Ich war auf einmal mitten irgendwo im Wald, habe fast nicht mehr rausgefunden, weil mich mein Google-Navi-Gerät da reingeleitet hat. Ja, und folgendes.
Ich bin jetzt wo ganz woanders, wo ich eigentlich hin wollte. Jetzt ist mein kompletter Plan eigentlich über den Haufen geschmissen, weil ich habe jetzt hier auch keinen Platz, wo ich mein Camp aufbauen kann, um mir was zum Essen zu machen. Problem ist folgendes. Ich war vor circa 4 Jahren bei dieser steinernen Rinne, wusste aber den Ort nicht mehr genau, wo das ist, und habe diesen Landkreis eigentlich mehr oder weniger gegoogelt. Habe dann eine steinerne Rinne gefunden, die ich in mein Navi eingegeben habe und dann daher gefahren bin. Ich wusste beim letzten Mal schon, dass die nicht so einfach zu finden ist, aber da bin ich dann von unten hergefahren und da gab es wie so einen kleinen Parkplatz für Wanderer eben, wo auch so ein Bach entlang ging, und von da aus habe ich mir eben dann diese steinerne Rinne angeschaut. Und da kann man dann richtig über so kleine Holzstege nach oben gehen. Ja, und jetzt habe ich hier gerade Fußgänger getroffen und jetzt habe ich herausgefunden, dass das hier gar nicht diese steinerne Rinne ist, zu der ich eigentlich fahren wollte, sondern dass das eine völlig andere ist. Und halt der krasse Zufall, dass genau in diesem Gebiet hier zwei von diesen steinernen Rinnen existieren. Problem ist bloß das, zur anderen schaffe ich es jetzt nicht mehr zu fahren, zu der ich eigentlich wollte. Und die ist eigentlich größer und spektakulärer. Die ist nämlich jetzt nur mehr 45 Minuten von hier weg. Und ich fahre jetzt schon mindestens 2 Stunden durch die Gegend. Und ich habe auch nicht so viel Zeit. Wir haben es jetzt schon Nachmittag um 5 oder so. Ich habe jetzt gerade auf die Uhr geschaut, also circa 4:30. Und ja, das geht mir dann nach hinten alles nicht mehr raus, weil ich heute auch noch einiges daheim erledigen muss. Ja, jetzt habe ich mir entschieden, trotzdem zu dieser steinernen Rinne kurz zu laufen. Aber wenn das nicht die ist, wo ich eigentlich anschauen wollte. Und dann muss ich schauen, ob ich irgendwo noch provisorisch halt einen Platz kriege, wo ich mir mein Essen warm machen kann, weil ich habe es ja schon im Intro gesagt, ich habe eigentlich schon den totalen Hunger, halte es gar nicht mehr aus. Aber ja gut, ich will jetzt auch nicht die komplette Tour abbrechen, weil dafür war jetzt dann doch die Arbeit zu viel, weil ich ja wie gesagt schon 2 Stunden durch die Gegend gurke. Also muss ich es jetzt durchziehen und halt mein Essen hinten ranhängen. Ja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich weiß selber nicht, was ich jetzt da im Wald genau auffinden werde. Ja Leute, nach einem gewaltigen Fußmarsch sieht es aus, als hätte ich sie gefunden. Wenn ihr das hier anschaut, das ist die steinerne Rinne. Die kommt hier vom Berg runter. Wir schauen es uns jetzt gleich aus der Nähe an. Die ist sogar noch größer wie die andere, die ich kannte. Gebt euch das mal richtig, richtig krass. Das ist eben folgendermaßen. Hier oben habt ihr eine kleine Rinne, in der Wasser läuft. Und durch diese Mineralien und Kalk, das in diesem Wasser drinnen ist, baut sich das über die Jahre hinweg von unten nach oben hoch. Und das ist wie so eine Kugelbahn oder wie so eine kleine Wasserrutsche, sieht das Ganze aus. Und das kommt den ganzen Weg vom Berg runter und geht ins Tal rein. Und direkt oben fließt eben das Wasser durch, also es ist schon echt beeindruckend. Ist jetzt zwar nicht eigentlich die, wo ich mir anschauen wollte, aber trotzdem mal ganz cool, jetzt nochmal so ein anderes Teil hier zu sehen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich ein bisschen nach oben gehe. Vielleicht komme ich ja sogar noch bis zur Quelle hoch. Interessant ist auch im Verlauf, wie die sich nach unten hin verjüngt, diese steinerne Rinne. Das ist fast wie bei so einer Schlange, jetzt im vereinfachten Sinne, die nach hinten hin zum Schwanz hin immer dünner wird. Kann man jetzt da ganz gut erkennen. Und hier ist sie fast überhaupt nicht mehr vorhanden. Also ihr seht das, ich kann hier mit einer Hand drüber langen. Da ist sie maximal, sag ich mal, 25 cm hoch. Und da oben ist sie ja fast Knie- bzw. Hüfthoch. Und hier nach unten verliert sie sich dann komplett. Da sieht man dann richtig praktisch, wie das vom Ursprung her angewachsen ist und nach unten hin immer kleiner wird. Und natürlich über die Jahre hinweg wird die hier mal genauso hoch hinaufwachsen wie ganz oben.
Ja, hier an der Stelle hat sie einen Leck. Da läuft sie an der Seite raus. Und dann nebenher, da kann sich natürlich dann über die Jahre hinweg eine zweite Rinne bilden. Ja, hier kann ich euch ja gut zeigen, wie groß die im oberen Bereich ist. Also geht man hier fast bis zur Brust im oberen Bereich. Schon ein richtig massives Teil hier und alles mit dem Moos komplett bewachsen hier. Ja Leute, das ist die Quelle. Hier kommt es direkt aus dem Berg raus und am Anfang ist es halt einfach wie ein kleiner Bach, der hier entlang fließt, der sich dann noch schön in den Boden reingräbt und erst ein Stück weiter vorne wird es dann zur Rinne. Das zeige ich euch jetzt noch mal kurz. Genau hier ist der Ursprung, wo sich die Rinne entwickelt und wird dann hier Stück für Stück höher, bis eben da, wo wir vorhin waren, wo der höchste Punkt davon ist. Ja Leute, war jetzt zwar was völlig anderes wie das, was ich eigentlich besichtigen wollte, aber war trotzdem interessant. Ein bisschen anders alles gelaufen, wie es geplant war. Werde aber auf alle Fälle nochmal einen anderen Ausflug zu der ursprünglichen Rinne unternehmen, zu der ich eigentlich wollte. Und ja, jetzt muss ich zum Auto zurücklaufen und dann wird es wirklich Zeit für Essen. Ich habe so einen mega Kohldampf, das ist schon immer feierlich. Jetzt habe ich auf dem Weg zum Auto gerade noch mal was Interessantes entdeckt. Und zwar haben wir hier eine Fischzucht, vermutlich Forellen. Kann man auch gut an diesem Netz hier erkennen. Das ist nämlich ein Schutz gegen Raubvögel wie Fischreiher oder diverse andere Raubvögel, die gern Fische aus so einem Teich hier fischen würden. Links abbiegen in die Maria-Hilf-Straße.
Ja Leute, ich habe jetzt hier an einem kleinen Bach, Sulz heißt der, noch einen provisorischen Platz gefunden. Also heute geht es irgendwie wirklich nicht so richtig raus, alles wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe jetzt hier so eine Art Wohnmobilstellplatz, wo ich jetzt die Wahl habe zwischen da hinten einen LKW, der permanenten Motor anhat, weil er wahrscheinlich eine Kühlung hat, oder auf der Seite eine stark befahrene Straße. Aber ich habe Hunger und scheißegal, ich mache mir jetzt hier was zum Essen. So, jetzt habe ich mich hier mal ganz spartanisch provisorisch eingerichtet. Ich zeige euch kurz, was heute der Plan ist. Als Vorspeise mache ich mir diese Ciorba. Das ist, also in dem Fall kommt der aus Rumänien. Das ist halt so ein Eintopf mit Rindfleisch. Den werde ich mir in dem Topf jetzt dann warm machen als Vorspeise. Dann kommen noch ein paar Chilifäden mit rein. Und als Hauptgang habe ich dann hier, das sind so Krautwickel mit Fleisch gefüllt. Dann mache ich mir noch Reis dazu. Das Ganze werde ich aber noch ein bisschen aufpimpen. Ich habe eine Zwiebel, eine Paprika dabei, frische Chilis. Hier habe ich noch ein Dosenbrot, ein Vollkornbrot, das ich zur Suppe essen werde. Und werde ich dann nachher das Gemüse klein schneiden, Chili mit rein, das Ganze dann in der Pfanne andünsten. Dann kommen die Teile da dazu und in der Zwischenzeit wird es im Wasserbad erhitzt, der Reis. Ja, das Ganze wird kleiner ein bisschen nachgewürzt. Machen wir noch ein paar Chiliflocken rein. Und eine Prise Curry. Als nächstes ist das Wasser für den Reis dran. So, noch die gute Chili. Zwiebelschellen, immer das Nervigste am ganzen Kochen. So, die Suppe ist warm. Zeit für die Vorspeise.
Also für so ein Fertiggericht war das auch relativ teuer. Habe ich in so einem Balkanmarkt wieder besorgt. Schmeckt echt in Ordnung, also überhaupt nicht nach Fertiggericht oder so. Eigentlich fast, als wenn man es gerade selber eingeweckt hätte. Jetzt muss ich mein Dosenbrot testen. Das habe ich mir nur gekauft, weil ich es so geil fand, dass das in so einer Dose drinnen ist. Das ist schon vorgeschnittener. Hat jetzt so ein bisschen so einen Military Touch. Mit so einer Suppe oder so einem Eintopf passt das ganz gut. Vom Geschmack her echt in Ordnung. Das Einzige, was mir nicht taugt, ist das Layout, weil das passt einfach nicht zu so einem Outdoor- oder Survival-Essen. Da so eine fröhliche, gemalte Landschaft. Das würde ich so ein bisschen im Military-Style besser finden. So, jetzt geht's über zur Phase 2. Bisschen Öl in die Pfanne. Dann ist das Gemüse dran. Brauche ich nachher zum Kochen als Soße. Ein bisschen Tomatenmark, um ein bisschen eine bessere Soße zu bekommen. Schuss Wasser. Paprika. Etwas Salz und Knoblauch. Ja, der Wind macht mir heute wieder zu schaffen. Dauert nämlich alles länger durch den scheiß Wind hier zum Warmmachen. Jetzt wird es Zeit, den Reis abzugießen. Der ist inzwischen warm. Und das heiße Wasser nehme ich gleich wieder für den Abwasch her. Ja, Leute, es ist angerichtet und jetzt geht's ans Verkosten. Gut worden. Ordentliche Schärfe. Ich habe extra so einen Vollkornreis dazu
ausgewählt, dass das alles ein bisschen deftiger ist. Passt für eine gut zu dieser Balkanküche dazu. Das ist ein normaler Basmati-Reis, der ist da gar nicht so gut dazu gepasst. Wo ich mir zubereitet habe, die waren mit Reis gefüllt, aber mir ist Fleischfüllung einfach lieber. Schmeckt wirklich gut. Ja, meine kleine Küche habe ich inzwischen wieder abgebaut und jetzt wird es Zeit für mich nach Hause aufzubrechen. Ich muss heute daheim abends auch noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Man kann hier erkennen, dass sie ein Gewitter aufzieht, sind für heute auch noch Gewitter angesagt. Und ja, gut, ich hoffe, das Video war trotzdem einigermaßen interessant. Es ist halt leider einiges überhaupt nicht so gelaufen, wie ich es geplant hatte. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber mein Gott, vielleicht kann ich mit dem Schnitt noch ein bisschen was rausholen. War trotzdem eine nette Nachmittagstour. Aber beim nächsten Mal hoffe ich, dass das alles wieder ein bisschen besser läuft. Problem war auch, dass ich es relativ spontan mich erst entschieden habe, das zu machen. Also ich bin nach der Arbeit heimgefahren und habe dann erst daheim angefangen zum Packen. Weil ich das wahrscheinlich alles schon am Vortag erledigt hätte und vernünftig im Internet gesucht hätte und mir auch die Bilder von dieser steinernen Rinne angeschaut hätte, dann wäre ich wahrscheinlich auch zur richtigen gefahren. Naja, nichtsdestotrotz, ich sage danke, dass ihr wieder reingeklickt habt, kommentiert fleißig und bis zum nächsten Mal. Ciao!